Name ist Maki. Guten Tag. Wir sind hier in meinem Nähzimmerchen, also vielmehr Nähkellerchen, weil ich residiere in unserer Wohnung im Untergeschoss. Ich bin aus Berlin. Ich bin eigentlich Grafikdesignerin und habe, als ich nach München kam, nicht so richtig eine Agentur gefunden, die mir zugesagt hätte oder ich denen. Und dann habe ich angefangen zu nähen. Eigentlich erst so für mich so Sachen oder für meine Freunde. Und dann kam da ein ganz gutes Feedback drauf und irgendwie hatte dann mein Mann einen Bericht über Davanda gesehen in der Zeitung und dann habe ich mir da ein Schöppchen aufgemacht und habe halt so nach und nach die Sachen, die ich genäht habe, so fotografiert und da eingestellt. Da ist dann der Knauer Verlag auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch machen möchte. Und ja, dann kamen wir auch zusammen und ich habe ein Buch gemacht. Alles, was Fräulein so braucht. 96 Seiten. So sieht es aus. Und das Schöne ist halt, dass das schon so dreidimensional aussieht. Und das ist eben nicht rein im Computer erzeugt, sondern es ist wirklich genäht. Das ist das Original. Und da ist dann die Schrift draufgestickt. Und ja, ist dann ganz schön. Also es wirkt auch, wenn es einfach nur im Bücherregal steht, sieht es eigentlich fast so aus, als könnte man es direkt anfassen, eben den Knopf und so. Das finde ich total schön. In dem bebilderten Inhaltsverzeichnis kann man halt gleich gucken, welches einem gefällt, jetzt schon optisch. Und dann sind halt hier so die ganzen Produkte drin. Immer mit einer ausführlich bebilderten Anleitung. Und hinten drin, da sind dann die Schnittmuster und auch die Applikationsvorlagen für die Figürchen drin. Doch, ist ja mein Schätzchen sozusagen. Und da sind halt wirklich so die Sachen drin, die ich eben meistens erstmal so für mich entwickelt habe, weil sie irgendwie nützlich sind. Und das macht es halt auch aus, dass viele so praktische Sachen drin sind. Und dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal eins durch. Und der Becherpulli eignet sich super, weil er geht sehr schnell. Und die grundlegenden Sachen kann man da dran super erklären. Man sich nicht die Finger verbrennt, wenn man einen heißen Kaffee im Glas hat oder auch im Pappbecher. Und auch wenn jetzt mehrere Leute da sind und man eine Kaffeeparty macht, dann könnte man verschiedene Farben oder verschiedene Schleifchen haben, dass jeder weiß, welcher sein Becher ist. Also das ist jetzt das Papierchen, also vielmehr der Stoff, der auf dem Papier aufgezogen ist. Dann legt man das in den Drucker ein. Und es muss unbedingt ein Inkjet-Drucker sein, kein Laserdrucker, weil das funktioniert sonst nicht. So, und auf der CD gibt es dann einen Ordner Applikationen. Dumm-di-dumm. Und dann ist es ganz gut, wenn man eine Ausdruckart wählt, die viel Farbe gibt. Also Normalpapier zum Beispiel, da fährt der Drucker einfach mehr Farbe, weil das saugender ist. Und der Baumwollstoff saugt halt auch.